Die letzte Ausgabe des Regionalmagazins im Monat März steht bevor und damit begrüße ich Sie recht herzlich hier im Elbe-Kanal. Viele Themen haben wir heute wieder für Sie vorbereitet und unter anderem erwartet Sie Folgendes. Verabschiedung. Sechs Spänner geleitet Dr. Sibylle Tews in den Ruhestand. Lokale Partnerschaft. Schönebeck, das sind wir. Vielfältig und tolerant. Und Feueralarm. Brand im Tannenwäldchen in der Eggersdorfer Straße. Ganz aktuell geht es im ersten Beitrag um den Brand in der Eggersdorfer Straße am vergangenen Donnerstag. Am Donnerstag, dem 30. März, ereignete sich am Nachmittag aus bisher unbekannten Gründen ein Brand im Tannenwäldchen an der Eggersdorfer Straße in Schönebeck. Aufgrund des Rauches, der über die Straße zog, musste diese für einige Stunden von Einsatzkräften der Feuerwehr Bad Salzelmen und der Feuerwehr Felgeleben für den Straßenverkehr gesperrt werden. Betriebsleiterin des Soleparks, Frau Sibylle Schulz, kam zum Einsatzort, um sich ein Bild der Situation vor Ort zu machen und das Ausmaß des Schadens zu begutachten. Mit vereinten Kräften konnte die Feuerwehr eine Ausbreitung des Feuers verhindern und die Flammen nach ca. 2 Stunden gänzlich löschen. Der nächste Hydrant am Kunstanger ist einige hundert Meter entfernt, daher war die Feuerwehr gezwungen, mit einem speziellen Fahrzeug anzurücken, welches eine Schlauchlänge von bis zu 700 Metern ermöglicht. Da die Ermittlungen noch andauern, kann noch keine genaue Aussage zur Brandursache getroffen werden. Nach aktuellen Informationen kamen keine Personen zu Schaden. Die Temperaturen steigen wieder und somit auch die Waldbrandgefahr. Wenn Sie also demnächst unterwegs sein sollten, werfen Sie nichts weg, lassen Sie keine Zigaretten irgendwo liegen oder wenn es irgendwo rauchen oder qualmen sollte, dann rufen Sie die 112. Mit Pferdestärken, genauer gesagt mit 12, geht es jetzt weiter. Dr. Sibylle Tews hatte am vergangenen Donnerstag ihren letzten Arbeitstag und Familie und Freunde sorgten dafür, dass dieser Tag unvergessen bleibt. Wer am frühen Mittwochnachmittag über den breiten Weg in die Stadt wollte, musste etwas Geduld mitbringen. Ein Sechsspänner, begleitet von 6 weiteren Reitern, war auf dem Weg zu einem ganz besonderen Arbeitstag. Sibylle Tews verabschiedete sich nach 35 Jahren als Allgemeinmedizinerin in den Ruhestand. Gemeinsam mit Freunden und Reitkollegen planten ihre beiden Töchter diesen Tag lange im Voraus. Als Ehrerweisung ging es für Sibylle Tews mit der Kutsche buchstäblich vom Berufsleben ins Rentnerleben. Eine Überraschung, die wahrhaft geglückt ist. Das kann man wohl sagen. Doch, damit habe ich schon überhaupt nicht gerechnet. Ich wollte dann meine Abrechnung machen, meine letzte. Das war schon schlimm genug, wenn man immer wieder daran erinnert wird. Wenn keiner dran rührt, dann geht's. Aber diese Überraschung war gelungen. Nach einer Ehrenrunde über den Schönebecker Marktplatz ging es für das Gespann weiter in Richtung Felgeleben, wo ein kleiner Empfang geplant wurde. Die Liebe zum Pferdesport entwickelte sich bei Sibylle Tews schon früh. Wenn die schulischen Leistungen stimmten, durfte sie gemeinsam mit ihrem Bruder in Ahrensee bei ihrem Großvater reiten und voltigieren. Später in Schönebeck war das nicht mehr so einfach. Ja, dann wollte ich eigentlich hier in Schönebeck wieder, dann mal eine Zeit weg, wollte in Schönebeck eigentlich bloß was gemeinsam mit den Töchtern machen. Und naja, das ging dann lange Zeit erstmal nicht. Und dann, als die Wende kam, mit einmal durften dann auch meine Töchter irgendwo in Reitvereinen mit eintreten. Und dann, ja, ging das eigentlich so los. In 35 Jahren ärztlicher Tätigkeit gibt es viele Momente, auf die Sibylle Tews zurückblicken kann. Neben der medizinischen Seite sind es vor allem die Patienten, die der Schönebergerin im Gedächtnis bleiben. Das ist eigentlich bloß eine ganz kleine Begebenheit, wie mir eigentlich dann als, da war ich glaube ich gerade 50 oder so ungefähr, da hatte dann eine ältere Dame, die war 80, dann sagte sie, eigentlich sind sie ja wirklich wie so eine Mutter zu mir. Das fand ich ja nun komisch, ja. Und jetzt, das fand ich eigentlich irgendwie, das war eine Bestätigung auch. Sehr schön war das dann nochmal, als wir in die neue Praxis umgezogen sind und dass man da eben dann nochmal alles so ein bisschen machen konnte, wie man wollte. Die Ausgestaltung, einen wunderschönen großen Warteraum, das wollte ich schon immer haben. Alle anderen haben gesagt, du bist verrückt, großer Warteraum, das ist Platzvergeudung. Aber also mir hat es gefallen und scheinbar meinen Patienten auch, sonst wären sie gegangen. Ja?
Sibylle Tews war sichtlich gerührt von den Patienten und Freunden, die sich an ihrem letzten Arbeitstag für die vergangenen Jahre bedankten. Für die nächste Zeit hat sich die Pferdeliebhaberin, die selbst im Besitz zweier Kalbblüter ist, viel vorgenommen. Ich denke, dass die Pferde bleiben sicherlich an erster Stelle, aber es gibt auch noch so sehr viele andere schöne Dinge, die man machen kann. Ja, erstmal ein bisschen mehr noch wieder sich um sich selber kümmern, ein bisschen noch mehr anderen Sport treiben, Richtung Tanzen, wieder was, Handarbeit, ein bisschen reisen, ein bisschen gucken. Einfach mehr genießen. Es ist schöner, dieses nicht mehr du musst, dass das wegfällt. Ja, das denke ich, das wird mir gut tun. Mit einer Menge Pläne verabschiedet sich Sibylle Tews in den wohlverdienten Ruhestand. Auch wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. In einer der letzten Sendungen berichteten wir über die Plakate unter dem Motto Schönebeck. Das sind wir, vielfältig und tolerant. Im Rahmen des Großprojektes Lokale Partnerschaft für Demokratie wurden diese Plakate jetzt einer ausgewählten Öffentlichkeit im Gerätehaus der Feuerwehr in der Tischlerstraße präsentiert. Eine Auftaktveranstaltung zur Lokalen Partnerschaft für Demokratie in Schönebeck fand am 29. März im Feuerwehrgerätehaus in der Tischlerstraße statt. Viele Gäste kamen, um das kleine Programm zu sehen und etwas über das Projekt zu erfahren. Neben dem Oberbürgermeister Bert Knoblauch kamen auch der Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Thomas Wünsch, der Bürgermeister von Kalbe Sven Hause und einige Stadträtinnen und Stadträte. Bert Knoblauch eröffnete die Veranstaltung und führte auch durch das kleine Programm. Wir haben uns in Schönebeck im vergangenen Jahr dann dazu entschlossen, auch diesem Programm beizutreten. Es ist viel Geld, was wir für unsere Stadt hier generieren können, mit dem wir viele Projekte anschieben können, unterstützen können. Projekte von Vereinen, Initiativen, Institutionen, Verbänden. Am Ende zur Schaffung eines Netzwerkes, um unser gesellschaftliches Leben und unsere Demokratie hier vor Ort in Schönebeck zu stärken. Im Anschluss durften auch ein paar Worte des Staatssekretärs nicht fehlen. Er ist begeistert, dass sich der Rückenwind so stark engagiert. Stammgäste bei Veranstaltungen des Rückenwinds ist der Jugendclub Young Generation. Sie sorgten nicht nur für leckere Getränke und kleine Snacks, sondern begeisterten mit ihrem Tanzprojekt Move. Im Anschluss wurden den Gästen einige Projekte, dem federführenden Amt und das Koordinierungsamt vom Rückenwind durch Pädagogin Claudia Wegener etwas näher gebracht. Außerdem wurde etwas zum Finanzierungsfonds erklärt. Sie war von der positiven Resonanz begeistert. Also wir haben im letzten Jahr, wir hatten ja nur ein Vierteljahr in Summe Zeit, wurden 12 Projekte initiiert. Auch der Jugendbeirat konnte 2 erfolgreich bewilligen. Und in diesem Jahr liegen auch schon wieder Anträge vor, sind auch schon bewilligt worden und auch schon in Gang, sage ich mal. Und auf der nächsten Begleiterschusssitzung, die am 25.04. stattfinden wird, werden wir auch die nächsten Anträge diskutieren, die gerade im Bearbeiten sind, beziehungsweise in der Beantragung. Und ich denke schon, also gerade jetzt mit der Veranstaltung, deswegen fand ich das nochmal wichtig, weil dass man wirklich nicht nur denen, die sowieso, sich demokratisch auf den Weg machen, sondern auch nochmal die Leute in Schönebeck anspricht, ob das jetzt Verwaltung bzw. die Stadt oder die weitere Zivilgesellschaft mit anderen Trägern, die wir bisher noch nicht ansprechen konnten, dass wir denen hier nochmal erzählen, worum geht es eigentlich und was für Möglichkeiten dieses Bundesprogramm vor allen Dingen finanzieller Art halt auch bietet. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das jetzt endlich geschafft haben, nochmal so viele einzuladen und das nochmal auf den Punkt zu bringen.
Auch der Jugendbeirat Schöneberg war vor Ort. Einerseits, weil ein Logo für Partnerschaft für Demokratie Schöneberg gewählt wurde und andererseits, um den Gästen einige Fragen zum Beirat zu beantworten. Gestellt wurden die Fragen von Sozialwissenschaftler Ingo Siebert, welcher extra aus Berlin angereist war. Er arbeitet seit 16 Jahren für die lokale Partnerschaft und fand die Resonanz dieser Veranstaltung mehr als positiv. Ja, ich glaube, das ist auf einem guten Weg. Wir haben hier sehr viele Akteure kennengelernt, oder ich habe sie kennengelernt. Die meisten kennen sich hier schon. Was ich besonders hervorheben will, ist, das hat nicht jede Stadt, dass dieser Jugendbeirat das Programm Demokratie leben hat einen besonders hohen Stellenwert auf Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gelegt. Und das wird hier schon sehr gut umgesetzt. Und das wollen wir auch weiterentwickeln und stärken und gucken, wie wir die Schnittstelle zur Politik der Stadt da noch ein bisschen verbessern können und da noch ein bisschen mehr Austausch hinbekommen. Weil Demokratie lebt eben davon, dass die Menschen mit ins Gespräch kommen und ihre verschiedenen Interessen und Ideen austauschen können. Eine weitere Präsentation kam von der Sekundarschule am Lerchenfeld. Das spiegelt sich unter anderem an der Beteiligung am Programm der Reichspogromnacht und einem Schulprojekt, bei dem die 10. Klassen 2012 nach Auschwitz gefahren sind, wieder. Drei Schülerinnen präsentierten ein kleines Songmedley. Wie vielfältig und tolerant die Schönebeckerinnen und Schönebecker sind, zeigt eine Fotoausstellung, die am 29. März ebenfalls eröffnet wurde. Ausgestellt werden A0-Plakate, auf denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu sehen sind. Die Ausstellung trägt den Titel Schönebeck, das sind wir, vielfältig und tolerant. Über 400 Personen haben bei diesem Projekt mitgemacht und es soll auch in Zukunft weitergeführt werden. Zum Abschluss wurde das neue Logo gewählt. Das Gewinnerlogo lag knapp vor den anderen beiden Vorschlägen. Insgesamt war es ein erfolgreicher Abend mit vielen Gesprächen. Alle Schönebeckerinnen und Schönebecker, die Ideen für ein Projekt haben, können sich gern bei Claudia Wegner melden. Und auch das Projekt Lokale Partnerschaft für Demokratie läuft noch eine Weile. Laufen tut das Bundesprogramm noch bis 2019. Ist es auf jeden Fall angelegt und auch Förderung ist in Sack und Tüten, sag ich mal. Zu mir kommen kann jeder, der eine gute Idee hat, der sich engagieren möchte, der etwas für die Stadt, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt machen möchte. Das können durchaus auch Privatpersonen sein, es müssen nicht Initiativen sein, es müssen nicht Institutionen sein. Auch die sind natürlich herzlich eingeladen. Klar, freie Träger, die sowieso schon hier erfolgreich in der Kinder- und Jugendarbeit unterwegs sind. Aber auch angesprochen sind Stiftungen. Die Bürgerstiftung in Schönebeck ist durchaus ein Partner, mit dem wir demnächst zusammenarbeiten werden. Um halt nicht nur eine Zielgruppe, nämlich Kinder und Jugendliche, anzusprechen, sondern halt auch alle. Genau, von 0 bis 99, wie man so schön sagt. Genau, also wirklich alle Ideen sind herzlich willkommen und ich bin da guter Dinge, dass wir hier ein Zeichen setzen konnten und dass wir jetzt in die Vollen gehen. Somit hat Schönebeck mal wieder gesagt, wie vielfältig und tolerant diese Stadt ist. Alle Bürgerinnen und Bürger mit tollen Projektideen haben am 11. April ab 15 Uhr die Möglichkeit, zum Rückenwind e.V. in die Bahnhofstraße 11 bis 12 zu kommen. Alle diejenigen, die am Mittwoch nicht dabei waren, haben aber trotzdem die Chance, diese Plakate noch zu sehen. Unter anderem hängen sie im Jugendclub Piranha aus oder auch beispielsweise in den teilnehmenden Schulen wie die Maxim-Gorki-Schule oder die Sekundarschule. Wir machen jetzt weiter mit den Kurznachrichten, kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101.
Ab dem 3. April 2017 gelten für den Kundenservicebereich im Stadtwerkehaus in der Friedrichstraße 117 folgende neue Öffnungszeiten: Montag von 8 bis 16 Uhr, Dienstag von 8 bis 18 Uhr, Mittwoch von 8 bis 13 Uhr, Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr. Betroffen sind die Kundenberatung im Erdgeschoss sowie die Kasse für Selbstzahler. Individuelle Kundentermine können mit unseren Mitarbeitern auch außerhalb der geltenden Öffnungszeiten vereinbart werden. Mit der Neuregelung passen sich die Stadtwerke Schönebeck einem sich ändernden Kundenverhalten an. Als Mitglied in der Bundesarbeitsgruppe Kleinsäuger e.V. veröffentlichte der Heimattiergarten unter anderem wissenschaftliche Berichte in Fachzeitschriften. In der neuesten Ausgabe der Eliomies informiert Leiter Matthias Wilberg über die artgerechte Haltung der gescheckten Wüstenspitzmaus. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für Wissenschaft und Forschung. Am 25. März beendete die Kegelmannschaft von Union 1861 Schönebeck die Saison mit dem 3. Platz. Bei ihrem Spiel gegen die Wolfener war die erste Männermannschaft von Union knapp unterlegen. In der nächsten Saison wollen die Unioner alles geben, um dann den Titel in Angriff nehmen zu können. Im Rahmen einer öffentlichen Mitgliederversammlung des Schönebecker CDU-Ortsverbandes am 29. März wurde über die politische Geschichte in unserer Region gesprochen. Dr. Jörn Weinert führte in die Zeit zwischen bürgerlich-demokratischer Revolution in Deutschland und Weimarer Republik ein. Es war eine interessante und lehrreiche Mitgliederversammlung mit ca. 22 Teilnehmern. Das Fundbüro der Stadt Schönebeck verkauft am Dienstag, den 4. April 2017 in der Zeit von 16 bis 17 Uhr im Erdgeschoss Breiteweg 18 Fundfahrräder. Es handelt sich dabei um Damenfahrräder, Herrenfahrräder und Mountainbikes. Ein Teil der Fahrräder ist reparaturbedürftig. Eine Garantie für die Funktionalität der Fundfahrräder wird nicht gegeben. Den Eigentümern, die in der Vergangenheit etwas verloren haben, wird die Gelegenheit gegeben, ihre Ansprüche bis zum 28. März 2017 im Fundbüro der Stadt Schönebeck, Sicherheits- und Ordnungsamt Kramstraße 9, geltend zu machen. Die Öffnungszeiten sind Montag von 13 bis 15, Dienstag von 9 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 11.30 Uhr. Auch in diesem Jahr startet der Kunsthof am 1. April in die Sommersaison. Von Dienstag bis Sonntag sowie an den Feiertagen sind die Türen des Kunsthofes dann eine Stunde länger, nämlich von 13.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Auch die immer am ersten Freitag im Monat stattfindende beliebte Gästeführung Gradierwerk am Abend beginnt in der Sommerzeit eine Stunde später und startet ab April um 20 Uhr. Die nächste Gradierwerksführung findet am 1. April statt. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Die Kegler verabschieden sich in die Saisonpause und auch wir machen kurz eine kleine Werbeunterbrechung, sind dann aber gleich wieder für Sie da. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Ob Familien- oder Firmenfeier, die Fleischerei Brinkmann in Altfrohse in Schönebeck hat für jeden Anlass das passende Buffet. Leckere Salate, Wurst- und Käseplatten, Schnitzel und Buletten oder köstliche Aufläufe. Entdecken Sie unser umfangreiches Angebot. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst.
Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Bei uns hat die Osterzeit Einzug gehalten. Ab sofort haben wir in allen Filialen der Bäckerei Schwarz leckere Osterbackwaren. Ob Osterhase, Osternest oder Osterbrot. Wir backen, Sie genießen. Ihre Bäckerei Schwarz aus Biere. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen? Persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC. Bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadt. Pflegen aus Leidenschaft. Ob häusliche Grundpflege, ärztlich verordnete Behandlungspflege, hauswirtschaftliche Versorgung oder Serviceleistungen. Individuell und menschenwürdig. Informieren Sie sich bei einem unverbindlichen Termin. Telefon 46 90 00. Pflegedienst Glücksklee. Wir pflegen aus Leidenschaft. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Bei Kills Ambiente für Tisch und Küche sind ab sofort wahre Klassiker erhältlich. Mit der Serie Artis Orbis präsentiert Göbel einzigartige Werke von ganz großen Künstlern. Darunter befindet sich Vincent van Goghs Mandelbaum-Serie, dargestellt auf Vasen verschiedener Größen, Tischuhren, Kaffeegeschirr und Lampen. Auch die stilvollen Vasen von Jean-Baptiste Roby mit einem filigranen Rosenabbild sind ein Hingucker. Sinnlichkeit und Leidenschaft zeigen die Werke von Gustav Klimt. Sein Gemälde Der Kuss gilt als sein bekanntestes und kommt auf stilvollen Taschen und Schirmen ebenso gut zur Geltung wie auf Vasen, Lampen und Tischuhren. Diese und weitere Klassiker finden Sie bei Kills Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 60 Cent, Giruspfanne 100 Gramm zu 70 Cent, Fleischsalat 100 Gramm zu 75 Cent und in dieser Woche Jagdwurst 100 Gramm zu 80 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch im Lokal-TV-Portal über Satellit empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie eine Kanalsuche durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11,52325 GHz. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren lokalen Sender auswählen und mit der OK-Taste das Programm starten. Thank you.
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 0353. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück zum Regionalmagazin am Freitag, den 31. März. Der Jugendclub Piranha kann sich über eine neue Küche freuen. Und wie kann man diese am besten einweihen? Genau, man lädt sich einen Profikoch ein und zaubert gemeinsam in den neuen Räumlichkeiten ein 5-Gänge-Menü. Das Kinder- und Jugendbüro Piranha in der Bahnhofstraße darf seit dem 30. März in einer neuen Küche kochen. Gesponsert wurde diese unter anderem von der Salzlandsparkasse. Somit können ab sofort mehr Personen in dieser Küche kochen, backen und leckere Speisen zubereiten. Um sich bei allen Sponsoren und Unterstützern zu bedanken, zauberte Profikoch Christoph Arendt ein leckeres 5-Gänge-Menü bestehend aus einer Vorsuppe, 2 Zwischengängen, einem Hauptgang und einem Dessert. So konnte die neue Küche direkt eingeweiht werden. Wir haben die Vorbereitungen in einer Zeitrafferaufnahme dokumentiert. Willkommen zum Medium der Woche. Die Club Sounds 80 stand in dieser Woche zur Verlosung und viele von Ihnen haben wieder mitgemacht.
Herzlichen Glückwunsch den unten eingeblendeten Gewinnern. Ihr Gewinn... Wir kommen zum Medium der Woche. Die Klapsound 80 stand in dieser Woche zur Verlosung und viele von Ihnen haben wieder mitgemacht. Herzlichen Glückwunsch den unten eingeblendeten Gewinnern. Ihr Gewinn wartet hier in der Bahnhofstraße 5 auf Sie. Ab nächste Woche steht ein neues Medium der Woche bereit und wir hören mal rein. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Auf den beiden CDs der Schlager-Champions kommen die ganz Großen zusammen. Dazu trägt die CD den passenden Titel Das große Fest der Besten. Florian Silbereisen rollt den roten Teppich aus für die Stars des Jahres 2016, die durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neue Trends Maßstäbe gesetzt haben. Auf diesen Doppel-CDs zu finden sind Stars wie Andrea Berg, Andreas Gabayé, Santiano, Roland Kaiser, Michelle, Ross Anthony, Udo Jürgens und Club 3. Schlager Champions, das große Fest der Besten. Das ultimative Schlageralbum. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Die Schlager Champions 2017, also dann ab Montag hier im Regionalmagazin zu gewinnen. Das Wochenende steht bevor und zahlreiche Veranstaltungen in und rund um Schönebeck warten auf Ihren Besuch. Aloha heißt es am 31. März 2017, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Solequells die Gäste zur nächsten langen Saunanacht willkommen heißen. Von 19 bis 23:30 Uhr können die Besucher in eine karibische Urlaubswelt abtauchen und einen Abend in Hawaii verbringen. Der Eintritt erfolgt zu den normalen Tarifkonditionen. Preise für Leistungen des Wohlfühlbereichs sind nicht im Eintrittspreis enthalten. Der Royal Rangers Stamm 516 Schönebeck lädt am 1. April zu seiner ersten Stammwanderung ein. Treffpunkt ist 10 Uhr am Eingang zum Kurpark in Höhe des Salzelmer Bahnhofs, dann geht es gemeinsam zum Bierer Berg. Auf dem Bierer Berg wird es ein gemeinsames Picknick geben, wobei jeder was zu essen mitbringen kann. Nach gemeinsamen Spielen und Erkunden des Bierer Bergs werden die Royal Rangers gegen 15 Uhr zum Ende kommen. Am 1. April 2017 um 14 Uhr eröffnet die Ausstellung Human Computer Grafik von Lutz Reiter in der Walter-Rathenau-Straße 19 in der Kulturwerkstatt in Gommern. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band richtig. Die Ausstellung ist vom 1. April bis zum 6. Juni 2017 geöffnet. Infos gibt es unter der Service-Hotline 039 200 52 383. Am 7. April laden die Einzelhändler der Innenstadt ab 14 Uhr zum Frühlingsfest ein. Neben verschiedenen Modenschauen, die die neueste Frühlingsmode präsentieren, sind ebenfalls Führungen auf dem Salzturm möglich. Conny und die Rock'n'Roll-Mäuse sorgen ab 16 Uhr für Unterhaltung. Für Getränke und Speisen ist gesorgt. Die NABU Schönebeck lädt zu ihrem Frühlingsblütenfest ein, welches am 8. April in der Nachtigallen-Oase stattfinden wird. Ab 14 Uhr sind alle Interessierten eingeladen. Vor Ort ist für Getränke und einen kleinen Imbiss gesorgt. Mit ihrem Bühnenprogramm Sex ist ihr Hobby gastiert Lilo Wanders am 8. April um 19.30 Uhr im Dr. Tholberg-Saal in Schönebeck. Leidenschaftlich und mit Humor geht sie dabei den Themen Liebe, Sex und Erotik nach. Karten für die eindeutige Show sind in den Stadtinformationen Schönebergs erhältlich oder telefonisch unter 03928
70 55 55. Die beliebte Veranstaltungsreihe Philharmonisches Frühstück der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie geht in die nächste Runde. Schon lange herbeigesehnt bittet Gerhard Oskamp, Chefdirigent der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie, dann wieder am 9. April zu Tisch im Hotel am Kurpark in Schönebeck, Bad Salzelmen. Los geht es um 9.30 Uhr. Kartenanmeldungen werden telefonisch im Orchesterbüro der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie unter der Rufnummer 03928 40 05 97 entgegengenommen. Am 21. Mai 2017 um 14 Uhr veranstaltet die IGBCE ihre Dampferfahrt. Treffpunkt ist 13.30 Uhr am Anleger des Salzblumenplatzes in Schönebeck. Ehe- bzw. Lebenspartner, welche nicht Mitglied der Gewerkschaft sind, können für einen Beitrag von 25 Euro die Fahrt gerne begleiten. Verbindliche Anmeldungen bitte bis zum 7. April unter der Telefonnummer 03928 52 50 49. Bei den aktuellen Temperaturen lohnt sich doch eine Reise und mit Schurbusreisen geht das ganz entspannt, unter anderem an den Aachensee. Tage Aachensee in Tirol. Mit unserem 4-Sterne-First-Class-Bus geht es zum Aachensee in das 4-Sterne-Hotel Zillertaler Hof. Lernen Sie bei einem Tagesausflug und einer Stadtführung Innsbruck kennen. Nach einer Schifffahrt über den Aachensee nach Pertisau haben Sie die Möglichkeit, eine Kutschfahrt in das Karwendelgebirge zu unternehmen. Des Weiteren können Sie in der Erlebnissennerei in Zillertal einem Käsemeister über die Schulter schauen.
Bleibt nur noch das Wetter und da kann ich zwar keinen Sonnenschein garantieren, aber angenehme 23 Grad machen es doch bestimmt auch. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Eine wechselhafte Woche liegt hinter uns und damit herzlich willkommen zur Wettervorschau für Samstag bis Montag. Recht bedeckt startet das Wochenende am Samstag mit 8 Grad. Das Niederschlagsrisiko liegt bei nur 30%, sodass es weitgehend trocken bleibt. Maximal erwarten uns im Laufe des Tages sommerliche 23 Grad, die zum Angrillen locken. Der Sonntag bleibt wolkig, es kühlt sich ab auf 18 Grad. Die Sonne ist aber dennoch vereinzelt zu sehen und beschert uns 6 Sonnenstunden. Zu Beginn der neuen Woche müssen wir uns dann wieder an kühlere Temperaturen gewöhnen. Das Thermometer sinkt auf 10 Grad, es bleibt bedeckt. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen ein angenehmes Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und damit endet das Regionalmagazin für Freitag, den 31. März. Für Sie noch der Hinweis, Freitag und Samstagabend jeweils ab 22 Uhr unser Musikmagazin Alphabeats. Heute mit 2 neuen DJs, einschalten lohnt sich also. Und damit wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende, hoffe auch, dass Sie in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut, Ihre Tina Bonas.